Recht herzlich willkommen zur Folge 213 von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir den Flieger, ne? Bei dem wir geguckt, wie der läuft oder nicht läuft. Und naja, da hatten wir ja auch einiges. Warte mal, wo war das denn hier? In der Liste haben wir den gehabt, ne? Da. Gewinnen und das war der hier. Und dann haben wir dann auf 80% zum Schluss gestellt. Haben wir das? Ja, haben wir. Warum fliegen denn mit 174 Passagieren, wenn er auf 80% ist? Das ist doch gerade mal die Hälfte, oder? Noch nicht mal. Quatsch. 195 wäre die Hälfte. Na, das muss mir jetzt mal einer erklären hier, ne? Und Zeit haben wir auch nicht drin, oder auf dem anderen? Nein, ist auch nicht. Interessant. Wirklich interessant. Da ist doch irgendwas faul, oder? Oder war das noch umgestellt und er hat das noch nicht registriert? Das könnte vielleicht noch ein Punkt sein. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt hier reingehen. Ich glaube, das ist das Zeichen hier, wie wir rein müssen, damit er fliegt, oder wie sehe ich das? Okay, verfolgen aus, Fenster nach da rechts hin und wir gucken weiter, was wir hier machen. So. Ja. 2 Millionen haben wir zurzeit. Und wir müssen gucken, dass wir hier mehr Passagiere hinkriegen, damit der Flieger auch sich lohnt. Ich mache mal gerade hier kleiner, um die Bushaltestellen besser zu sehen. Ah, da fehlt ja hier einiges noch, ne? Wir haben ja gerade mal 1, 2, 3. Sollten wir da noch was machen? Hier oben können wir auf jeden Fall noch zuliefern. Hier sind ja mal gerade 2 Bushaltestellen und hier geht ja bestimmt was. Machen wir erstmal Bushaltestellen dahin. Das sind diese. Ja, so sieht's doch gut aus eigentlich, oder? Ja, schon abgedeckt, zweier. Ich glaube, die Straße ziehen wir hier mal gerade durch, oder? Das ist zwar doof, weil wir da Häuser abreißen müssen, aber das ist der einzigste Weg, wie wir hier an Geld kommen, in Anführungsstrichen. Ja, da muss sogar noch ein Haus weg. Dann machen wir das auch noch. Da können die ja Häuser bauen dann, aber ich will hier. So, das haben wir durchgezogen. Bushaltestelle dahin. Ah, sitzt natürlich genau da an der Kreuzung. Auch schön. Das heißt, wir müssen doch einen darüber. Muss so sein, egal. Und das haben wir alles abgedeckt. Gut. So. Jetzt müssten wir noch eine Bushaltestelle haben, die. Ach so, ist noch an, ne? Die hier sitzt. Zum Übergeben. Also jetzt nicht, was ihr wieder denkt. So, neue Linie. Der. Und die Linie fängt hier an, fährt nach da, kommt wieder, fährt dahin, 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 kommt wieder und geht wieder an den Startpunkt, ne? Gut. Passt. Das ist Stadtbus Osnabrück. Haben wir da schon mehrere? Gute Frage, ne? Da ist gar keine Osnabrücker Stadtlinie, oder wie sehe ich das? Ach, weiter unten wäre sie, wenn. Aber ist nicht. Eins, fertig. Ich habe da gerade irgendwo ein kleines O gesehen bei Dortmund. Das müssen wir ändern. So, dann sitzt das auch richtig, ne? Genau. Genau, Stadtbus Osnabrück haben wir. Hier unten war irgendwo das Depot, haben wir auch. Den Bus da drauf.
Fahrplan ist die weiße Linie. Wo ist sie? Und starten. Dann wollen wir hoffen, dass das klappt, dass da auch mehr Passagiere hinkommen. Das ist ja schon ein großes Einzugsgebiet, ne? Oder wir können auch den Bus nehmen, ne? Ich glaube, der ist es jetzt, oder? Ja. Machen wir den da in Bushaltestellen. Das ist jetzt nicht so entscheidend erstmal. Gut. Und dann wird der Flieger besser bedient. Hier haben wir immer noch einen, der da rumsteht und nichts tut. Der kriegt auch nichts, aus welchen Gründen auch immer. Granulat. Granulat gibt's hier weg. Pferdekopfpumpe bringt Öl dahin. Und dann haben wir Abnehmer. Aber wer kriegt die Kunststoffe? Autohersteller. Ist der vollgelaufen oder was ist bei dem los? Der kriegt keinen Stahl oder wie ist das? Autos werden auch nicht abgeholt. Vielleicht liegt es auch daran. Ne, es wird alles beliefert. Ja, die Raffinerie ist da, das hatten wir ja gerade. Das Öl kommt angeblich auch an. Gut, dann soll das ja eigentlich prima sein, oder? Der zu. Dann ist der noch da. Was macht der? Der wartet auf Holz. Und der fährt die Bretter nach Köln zum Möbelhaus. Hatten wir auch schon mal umgebaut, ne? Hier haben wir dann einen mit schlecht Passagieraufkommen. Köln, Kölnland. Okay, der fährt nur dieses kurze Stück. Ja, und das ist der, der hier am Flughafen dann unten drunter ist. Aber Kölnland 154 Passagiere, aber und der hat doch da auch genug. Warum hat denn der so viel Minus? Ah, der fährt irgendwo so eine Schleife, die keiner braucht wahrscheinlich. Das ist es, ne? Hat man da schon was gemacht in irgendeiner Form, dass er anders fahren kann? Ja, der fährt hier hinten rum. Und da geht's in den Tunnel runter. Und dann fährt er noch weiter, okay. Der muss hier unten irgendwo abbiegen eigentlich, ne? Ja, der fährt hier rein und dann da. Das heißt, wir müssten hier einen Tunnel weiterbauen, damit er kurzen Weg hat, ne? Okay, das geht irgendwie jetzt nicht, oder wie sehe ich das? Muss ich tiefer? Ne, sonst würde ich es doch nicht sehen, oder doch? Dann habe ich was Falsches ausgewählt? Ne, Ruhe ist schon richtig. Ne. Jetzt habe ich es richtig. Aber so rum. So, Tunnel haben wir ausgewählt. Muss dann da hin. Dieser Boden ist ungeeignet. Hä? Nein. Jetzt hat das gemacht. Jetzt müssen wir nur mal gerade hochgucken. Wo kommen wir denn da raus? Gute Frage, ne? Oh, da müssen wir ziemlich weit hoch. Und dann ist es auch noch so doof, dass wir dann... Okay, da müssen wir unten erst die Kurve machen. So, hier ist die Ausfahrt. 1, 2, 3 Felder weiter ist das. Da müssen wir jetzt mal auf 178, 19 gucken, ne? Wo ist hier 178, 19? Hier kommen wir raus. Das heißt, wir müssen jetzt um die Kurve. Zwei Felder nach rechts, dann müsste das eigentlich funktionieren. Und da müssen wir dann Bauarbeiten machen, oder wie sehe ich das? Hm.
Erstmal den. Oh, zwei Ebenen tiefer, okay. Geht schon nicht mehr. Und dann müssen wir da gucken, dass wir da eine Schräge hinkriegen, die so aussieht wahrscheinlich. Okay. Dann einen wieder hoch. Okay, das passt. Da kann ein Tunnelportal dann hin. Das heißt, wir müssen diese Schräge auf der Seite machen. Ne, einen tiefer müssen wir da erst noch. Und dann die Schräge dahin. Wo ist sie jetzt? Die. Und dann müssen wir wieder einen hoch. Den da noch hin. Das geht auch wunderbar. Und da so. Und dann müssen wir da runter. Okay, und das Tunnelportal muss dahin. So, nur gucken, dass wir das angebunden haben, richtig? Sieht aber so aus. Und dann Strom auf jeden Fall da dran. Ne? Und Einfahrtssignal brauchen wir natürlich auch. Ah, da war schon. So. Jetzt wieder hoch. Strom weitergebaut. So, jetzt sollte der Zug eigentlich passend da langfahren, ne? War das der? Glaube ja, ne? Oh, wir haben nur noch 1,3 Millionen. Das ist nicht gut. Der dreht gerade hier. Jetzt fährt er hier wieder hoch, ne? Ja, komm, einmal schneller. Fährt er jetzt auch da lang, wo ich das gerne hätte? Ich will's hoffen. Ja. Ich denke, dann fährt er auch wieder plus ein, ne? So, das war der. Den verfolgen wir jetzt nicht mehr. Aus dem Untergrund gehen wir auch raus. Das ist der Flughafen Köln-Ostsiedlung. Okay, da haben wir das mit dem Köln-Land geguckt. Passagiere über dem Flughafen jetzt. Der hat immer noch 455. Der steht jetzt auf der anderen Seite. Gut, der Bus hier ist unser neuer, ne? Sieht ja echt schwach aus. Der fährt gleich minus ein, oder was? Wo ist er denn jetzt? Ach, hier unten an der Wechselstelle. Ja, okay, von dem Flügel ist jetzt noch nicht ganz so viel zu erwarten, ne? Raus will ja keiner. Aber jetzt müssten welche zusteigen auf jeden Fall, damit sich das irgendwann mal rentiert, ne? Kein einziger. Ach, ich weiß auch warum. Müssen wir mal ganz schnell hier die Details aufrufen. Münster-Osnabrück, Stadtbus Münster-Osnabrück, den müssen wir ändern, ne? Der muss die Haltestelle anfahren, sonst wird das auch nix. Flughafen. Da müssen wir es einfügen. Und da auch nochmal.
So, jetzt sollte das auch funktionieren. Und jetzt werden da auch einige Leute einsteigen. Wer will denn von da nach da fahren? Die wollen noch zum Einkaufen und so. 31 Passagiere im Rathaus, okay. Jetzt pass mal auf, wie gleich hier die Zuschauer, die Passagiere kommen. So, der hat 151 hier unten. Ja, ja. Der Flieger steht da immer noch und hat immer noch so viele Miese. Was macht denn unser Geld überhaupt? Oh oh, wir haben noch 4 Millionen da drunter sitzen. Mehr Personenverkehr. Ja, eigentlich müssen wir diese Straße hier durchziehen, ne? Und diese wegmachen. Teuer ist der Spaß. Kostet ja richtig Geld, die Straße zu machen, ne? Und die nächsten Bushaltestellen müssen dann dahin. Die Bushaltestelle ist richtig und dann ist das Rathaus im Weg. Die ist aber abgedeckt davon, das heißt, die nächste wäre dann hier, kann auch da bleiben im Endeffekt. So, da haben wir nochmal eine Linie dann. Bushaltestellen sind schon da. Muss hier raus. Den Bus. Neue Linie müssen wir machen. Okay. Fährt von da nach da, nach da, nach dort, 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 dort und fängt dann wieder da oben an. Passt. Neue Linie. Stadtbus Osnabrück. Linie. Jetzt haben wir da ein B mit drin. 2. Fertig. Und starten. Da ist er. Haben wir ihn. Gut. Der Flieger ist gerade unterwegs, hebt in Köln ab. Da ist er voll gewesen. Okay. Fliegt uns aber hier immer noch schlechte Zahlen, ne? Gucken, wenn er ankommt, ob es dann hier einen guten Sprung gibt oder nicht. So, der zweite Bus ist auch unterwegs. Da kommt der Flieger schon. So, und jetzt kommt das Geld. Na, ich glaube, das war nix, ne? Das Flugzeug ist zu teuer, das lohnt sich nicht. Gibt's denn da was, was uns die kosten? 43, 60. Passagiere, 500 Passagiere, 850 Passagiere und er hier, also ein Postflugzeug. Ja, das rechnet sich ja gar nicht. Jetzt können wir noch an einzelne Passagiere rausrechnen, ob sich der andere Flieger rechnet oder nicht, ne? Das wir natürlich machen könnten, wir haben ja noch einen dritten Flughafen, ne? In Itzehoe. Hier ist ja noch ein Flughafen, ne? Der wird auch vom Bahnhof vom Flughafen angefahren, vom Bus angefahren, meine Güte. Ja. Rein theoretisch müsste das gehen. Fläche ist groß genug. Lass uns schnell die Linie ändern. Köln, Münster.
So. Linie ändern. Von Münster Westsiedlung fliegt er nach Köln. Einfügen machen wir dann. Dort. Köln, Etzehoe, Münster. Und von Münster fliegt er dann nach Etzehoe. Er soll auf gar keinen Fall so fliegen, dass es, ne? Ne, dann machen wir mal so, ne? Da war eine Null zu viel. Das muss auch grau bleiben, 80. Da auch 80. So, er fliegt von Köln nach Itzehoe, von Itzehoe nach Münster, von Münster wieder nach Itzehoe und dann nach Köln. Das ist die richtige Route. So. Jetzt fliegt er natürlich sofort los. Wo fliegt er hin? Nach Köln. Okay. Wir werden sehen, wie es läuft. So, hier haben wir einen Bus, der ist in Osnabrück unterwegs, der Einser. Macht noch kein Plus, bringt aber Passagiere hin. Zum Flughafen wahrscheinlich. Wohl 53 sind jetzt schon drinne. Okay. Wo fliegt er jetzt hin? Nach Itzehoe fliegt er jetzt, okay. Aber da sind natürlich keine und da wartet er jetzt ewig, ne? Wann kommt der Bus? Das ist die Frage, ne? Das kann zu. Das ist der Kölner Flughafen hier auch. Er fliegt jetzt hier. Einen sehr interessanten Fahrplan. Ach so, der ist voll. Okay. Also voll nicht, aber der hat ja 80% oder was? Und sind die jetzt nicht ausgestiegen, aber jetzt nicht drauf geachtet. So, kommt an. So, die fliegen jetzt nach Itzehoe. 12, okay, und 162 fliegen jetzt nach Köln. Und das rentiert sich wahrscheinlich genauso wenig. Köln. Ja, hier jetzt 14 Personen fliegen von Köln aus schon nach Itzehoe dann. Und 233 in Münster. In Köln ist nicht das Problem. Ja. Das kann schon alles zu. Das ist jetzt hier unser Fahrzeug. Was war verkürzt haben die Strecke, fährt aber trotzdem noch schlecht. 1800 Miese, obwohl hier unten war schon mal 5000. Ist also besser in Anführungsstrichen geworden. Deswegen der Verkürzung hier, ne? Fährt er jetzt gleich in den Keller. Gucken. Hier haben wir Stadtbus Osnabrück Linie 2. Der ist immer noch gelb. Warum das? Ist der noch nicht angekommen oder was? Verstehe ich jetzt nicht, warum da keiner... Okay, sind relativ wenig Häuser, ne? Ja, wir sollten vielleicht die Straßen hier wegmachen. Dann können da mehr Häuser hin. Das ist zwar jetzt nicht die schönste Alternative, ist klar. Aber da kommen Häuser hin.
Okay, 22 Passagiere drinne. Jetzt fährt er die Rathausbushaltestelle an und hat auch sogar 8 zum Mitnehmen. Stadtbus Osnabrück Linie 1 sind 26. Statistik ist mies und wird immer mieser. Weg. Okay. Ich sag mal, für die Folge soll es aber auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.